Diese Büste ist berühmt, wurde aber oft nachgegossen. Die Figuren von Lehmbruck, die haben mich eigentlich immer schon fasziniert. Insbesondere die Frauen. Das ist eigentlich so ein Lieblingsstück meiner Frau. Steht auf dem Klavier bei uns zu Hause. Und es gibt ein Werkverzeichnis von Lehmbruck, aber da sind also nur die zu Lebzeiten hergestellten auch Güsse, enthalten nicht die Güsse, die nach 1919 angefertigt worden sind. Also insoweit kamen wir mit dem Werkverzeichnis nicht weiter. Und ja, sind mal ganz gespannt, was wir heute hören können. Grüß Sie Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Da haben Sie uns ja was mitgebracht, was viele Leute durchaus kennen, ein sehr bekanntes Sujet. Erzählen Sie uns bitte, wo Sie das her haben, wie lange Sie das schon in Besitz haben. Ich habe diese Skulptur in einer Auktion ersteigert. In einer Auktion? Ja. Dürfen wir erfahren, in welcher Auktion das war? Oder war das hier? Das war eine Auktion in Überlingen. In Überlingen, aha. Also ich habe bezahlt 3.900 Euro plus Courtage. Okay. Und waren Sie dort auf Durchreise? Nein, es geht über ein Online-Portal. Ah, okay. Und da bin ich häufiger unterwegs. Oh, aha. Und da habe ich einfach diese Figur entdeckt. Haben Sie dann das Ding, das Objekt vorbesichtigt? Oder? Nein, das habe ich auch nicht getan. Okay. Dazu war auch keine Zeit mehr. Aha. Ich musste mich anmelden, mein Gebot abgeben und dann war, glaube ich, schon wenige Tage später die Auktion. Also das war alles etwas knapp. Und, aber wir haben es nicht bereut. Aber ich war eben sehr überzeugt davon, weil ich für Haben Sie vom Auktionshaus noch zusätzliche Informationen oder Fotos bekommen? Wenig. Gar nichts. Nur das, was im Katalog stand. Okay. Und das hatte ich auch. Muss ich sagen, sehr mutig, weil es ist interessant. Ja. Gut. Aber Sie sind genau nach dem Stück oder Sie wollten eine schöne Frau zu Hause haben, extra noch eine dazu. Sie kannten es wahrscheinlich. Ja, ja. Ja, wir kannten Lehmbruck und wir waren in verschiedenen Ausstellung von Lehmbruck in Duisburg natürlich und in Stuttgart gab es mal eine große Retrospektive vor 2-3 Jahren und das war jetzt kein Zufall, dass wir hier gesteigert haben. Okay. Eine Frau. Damit ist ja schon der wesentliche Name genannt, nämlich der des Künstlers Wilhelm Lehmbruck, einer der ganz großen Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland, der zu den Expressionisten gehört, der aber viele Beziehungen bis nach Frankreich natürlich auch in seinem Werk widerspiegeln ließ. Und hier haben wir eines seiner Hauptwerke vor uns, die Büste der großen Sinnenden. Ja. Ein Werk, das 1913 entstanden ist, also kurz bevor Lehmbruck, der ja in der Nähe von Duisburg geboren ist, ausgebildet wird, dann nach Paris geht und durch den Ersten Weltkrieg zurückkommt und in Berlin sich niederlässt, kurz vor dem, vor der Rückkehr nach Deutschland 1913 entsteht. Und eines der beliebtesten Lehmbruck-Werke schon noch zu Lebenszeiten, stirbt glaube ich 1919, wird. Und wenn Sie heute durch deutsche Museen gehen, gibt es etwa in Frankfurt im Städel einen Steinabguss des Hauptes zum Beispiel. Aber in Stuttgart, Sie haben es gerade erwähnt, gibt es die große Sinnende in Gips, in Gänze. Mhm. Aber es gibt eine ganze Reihe solcher Güsse, weil es so ein schönes, zartes Haupt ist, dass wir sehen und das so in sich gekehrt ist. Ja. Und wenn ich die Büste noch einmal drehen darf, dann sieht man diese klassische Schönheit vorn. Und wenn ich nach hinten drehe, sehe ich aber, dass fast impressionistisch gearbeitet ist. Mhm. Man sieht dieses Haar, das changiert zu einem Zopf, Dutt gebunden hinten. Und man hat den Eindruck, hier ist der Bildhauer eigentlich zu greifen, über den Guss hinaus in seine Tonmodellierung hinein und das macht sicherlich neben dem gesenkten Haupt und diesem sehr fast gotischen Antlitz die Schönheit dieses Stückes aus. Es ist ein toller Guss und ich habe beim Drehen schon gesehen, es gibt hinten auch Signaturen. Richtig, da sehen wir die Signatur von Lehmbruck hier, dann sehen wir auch die Auflage, die Nummer 2 von 6 Güssen. Und hier sehen wir den Gießerstempel von Hebraer. Das war also einer seiner Gießer, die er verwendet hat. Diese Gießerei hat, glaube ich, 1937 ihren Betrieb eingestellt.
Natürlich ist diese Büste oder überhaupt dieses Sujet extrem populär gewesen. Und es gab dann auch sehr viele Güsse, die man posthum gemacht hat. Zumindest nicht in der Jetztzeit sozusagen, sondern wenn überhaupt dann bis 1937. Das ist jetzt schwer rauszufinden. Wobei, wenn man diese 2 von 6, dann müsste man mal genau nachschauen, wie oft oder in wie vielen Auflagen oder Wiederauflagen, so ähnlich wie ein Buch, erste, zweite, dritte Auflage, neu gemacht worden sind. Das ist jetzt schwer nachzuvollziehen, weil diese die Firmenunterlagen von der Gießerwerkstatt nicht mehr so existent sind. Also vom Guss her und von der Qualität auch der Bearbeitung der Oberfläche muss ich sagen, ist es ein wirklich schöner, schöner Guss. Sie haben 4.500 Euro oder sowas um den Dreh bezahlt. Mhm. Es gibt manchmal Büsten, die sich so zwischen ja, um die 10.000, 11.000, 12.000 Euro verkaufen. Das ist extrem schwierig, weil oft hängt es von der Oberfläche ab und von der, ja, ich weiß es nicht, individuellen Eignung, dass jemand sagt, oh, das ist ein ganz besonderer Guss, also das ist schwierig. Einen Fehler haben sie auf gar keinen Fall gemacht. Ja, schön. Deswegen sage ich, hängt natürlich auch von der Auktion ab. Richtig. Gibt es da 7 Interessenten, gibt es da 2 Interessenten? So ist es. Auktionsergebnisse sind natürlich ein Spiegel des Marktes und der Nachfrage. Ja. Und insofern kann man Glück haben. Es gab tatsächlich niemanden außer mir. Gratuliere Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir freuen uns mit Ihnen. Schön, dass Sie es uns gezeigt haben. Wiederschauen. Dankeschön. Wiederschauen.